Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Und letztes Mal hatte ich ein bisschen Probleme mit dem PC, habe ich immer noch, keine Ahnung. Aber ja, die Mansion ist immer noch unter gegnerischer Gewalt, weil der jetzt eine Fullstack-Armee da hat. Vielleicht schicke ich auch. Nee, wenn ich eine Fullstack-Armee von mir vorbeischicke, dann. Das dauert auch wieder Ewigkeiten. Das mache ich nicht. Genau, in drei Runden kann ich hier was bauen, aber das dauert mir zu lang. Genau, die bleiben auch mal hier. Und erholen sich mal. Ah, die habe ich vergessen zu aktivieren. Auf allen Vieren. Das sage ich hier oft, ne? Gut. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, was ich mit Taras mache und mit mit meinem Buddy da oben. Weil, ja, ich muss ja irgendwie an meine Ziele kommen, ne? Nicht. Und ich habe keinen Bock, jetzt mit unseren defensiven Verbündeten Krieg anzufangen, weil dann, wenn man das macht, hat man mit allen Krieg. Und weil defensive Verbündete sind schon. Wieso kann ich nicht Rückzug machen? Das ist doch kacke. Ja, okay, dann stirbt er halt. Okay, du weißt, was das bedeutet, ne? Du bist jetzt sowas von im Arsch. Du bist sowas von im Arsch. Das ist der Niger. Und der war cool. Eine Tochter wird erwachsen. Ein Sohn wird erwachsen. Sabotiert. Okay, ausgekundschaftet. Der da. Der ist tot. Krass, und der auch. Kosten 700. Dann wird sie halt nochmal verheiratet. Warte. Schickliche und Mann für alles. Ah, cool. So. Ja, ich habe einen großen Stammbaum, ne? Gut. Hier ist jetzt noch eine fast Fullstack-Armee. Hier mache ich mal nochmal Nahrung. Du gehst jetzt mal nach da. Ein bisschen weiter und schaust mal, was da so ist. Hoffentlich überlebst du noch lang genug. Das da bringt mir gerade richtig wenig. Das bringt mir richtig wenig. Ich muss da eine neue Legion ausheben. Da brauche ich noch zwei Runden. Dann bleibe ich mit den Armeen so lange vor Ort, bis ich wieder frische Einheiten bauen kann. Mit euch die grüne Legion. Ich muss mal kurz schauen, mit wem ich jetzt wirklich im Krieg bin. Also mit denen, das ist in Ordnung, und mit dem hohen Norden. Genau, mit den Tahuna bin ich ja ziemlich dicke. Und mit den Taras, die sind auch riesig. Alter, die sind so riesig. Und Taras mögen mich ja auch. Warte mal. Ja. Ja, relativ. Okay. Ziele, militärische Ziele,
Militärbündnis. Oder 100 Typen des Typen. Okay. Kapitelziele. Zenturien. Okay. Korsika. Die da oben. Etruria. Die. Ja, da haben wir noch ein ziemlich... Also, jetzt holen wir uns erstmal die kleinen Inselchen hier oben, ne? So. Wir sparen noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, wenn wir sparen. Haushalt erweitert sich. Armee getötet. Genau, dich habe ich, dich habe ich, dich habe ich noch nicht. Bitte aktivier dich. Dich habe ich auch noch nicht. Dich habe ich noch nicht, dich nicht. Du machst nichts. Du kannst ja plündern. Du machst auch nichts und du machst auch nichts. Gut. Nichts passiert, nichts passiert. Macht aber nichts. So. Taras, was macht ein Taras immer? Will er mich verquaken? Wieso greift er mich an, wenn er keine Chance hat? Okay, vorrücken, klicken und ihr eure Siedlung erreicht, genau. Ja, dann mache ich mal auch automatisch. Das hätten wir zwar jetzt auch nochmal spielen können, aber ja, bei so einem, also ja, 1600 Gold hat er mir gegeben, passt. Nurakische Konföderation. Piu 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 piu. So. Ach, ich wollte noch sagen, Alter, der will jetzt echt, er will es echt jetzt wissen, ne? Ich wollte noch sagen, sabotiert. Auch hier. Militärtraditionen. Ich wollte noch sagen, wenn ihr ein Spiel habt, das ihr wollt, dass ich das spiele, einfach sagen und dann wird das gezockt hier. So. Der kann sich ruhig noch mal ein bisschen ausruhen. Du brauchst auf jeden Fall noch mal Nahkämpfer. Und hier brauche ich auf jeden Fall... Auf jeden Fall die. Natte und eine Armee jetzt hier rein. Das ist eine krasse Armee. Ich stelle mal die Armee auf. So. Erstmal so, motivierte Bevölkerung, Bündnis geschlossen, Hauseigenschaften, wieso, ist, okay, egal, Fraktion, tritt Krieg bei, gut, genau, mit dem Spielen ist es jetzt eben so, dass, also Epirus wird bald fertig sein. Ja, Makedonien haben wir gerade angefangen. Rom werde ich auch noch lange spielen. Aber, ja, mit den anderen Spielen wird es jetzt nicht mehr lange dauern.
Zum Beispiel Echo habe ich jetzt auch eigentlich fertig gespielt. Und ja, das ist dann, ja, das ist dann, da ist ein Loch, das gefüllt werden muss. Gut, das hört sich komisch an. Also, ich werde jetzt erstmal alle nach Norden schicken. Verneta. Wie stehen denn meine Verbündeten zu Verneta? Oder Verneta mögen mich auch ziemlich toll. Willkommen, willkommen, mein Freund. Ich werde euch Gehör schenken und die Worte des Volkes sprechen. Schutzbündnis ist moderat. Denn eure Worte und Taten sind ehrlich und ehrbar. Jedoch können wir eurem Vorschlag nicht zustimmen. Okay, noch nicht. Eure Vorschläge sind... Ja, Quark, Quark. Quarkidi, Quark, Quark. So. So, dann bin ich mal gespannt, was der... Oh. Was der Abtrünnige hier tut. Cool. Nochmal stehlen. Du machst hier den ab. Und. Tup, 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 die machen gar nichts. Du hast dich. Achso, nee. 212 hier unten. Ulala. Ein Erfahrungsrang für Rekruten. Natürlich auch gut. Und Moral ist sehr wichtig. So, und von Romulus. Angriffsbonus. Nahkampf für Schwere. Angriffsbonus. Ich mach mal hier den Angriffsbonus oder das da weiter. Moral und 8 Angriffsbonus und hier sind halt. Ja, 12 ist halt schon heftig, ja. Gut. Dann nächste Runde. Let's go, let's go. Let's start the show. Also ich habe mir jetzt überlegt für die nächsten Projekte. Ich will ja unbedingt auch wieder ein bisschen mehr Command & Conquer spielen. Das war quasi, ja, das ist, ich bin ein riesen Fan von der Reihe. Bis zu, also in Tiberium Wars und Cain's Rache war so das letzte gute Spiel. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Remaster von der EA, wo die jetzt endlich mal auf die Community gehört haben. Und ja. Der. Okay. Da muss ich dann aber wirklich mal schon wieder sabotiert. Ah, da bist du ja. Moin. Alter, die ist auch so heftig. Warte mal. Umsturz. Nee, das... krass, die ist so heftig. Das ist so eine alte Oma. Die ist 62. Die ist halt 62 und macht halt alles platt, ne? Die macht einfach alles platt. Ist einfach nur herrlich. Da kann ich auch wieder plündern. So. Motivieren und sammeln und halt für... Bei Level 3 ist es schon richtig heftig. Ja, dann baue ich das mal aus.
So. Hier wird umgebaut. Hier wird umgebaut. Hier wird umgebaut. Und hier wird. Ah, umgebaut. Hier kommt das da, hier kommt das da. Du. General ist das, okay. Du gehst jetzt mal Richtung Alalalaila. Ah, cool, aber ich habe ja schon die bekommen. Das ist schon mal gut. Alalalalalam. Wunderbar. So, dann schaue ich mal nach oben. So, stehlen. Gut, wie gesagt, also Commander Conqueror wird dieses Jahr noch kommen. Was auch kommen wird, wird auf jeden Fall das nächste Total War, also Three Kingdoms. Das will ich auf jeden Fall auch anzocken. Was noch? Genau, das neue Anno zocke ich auch an. Das will ich unbedingt auch anzocken. Du stehst hier mal. Du machst hier mal deine Untäteritäten. Gut. Was kommt noch? Warte, Subnautica kommt noch. Was noch? Also ich muss halt, wie gesagt, schauen, was genau, wie halt mein PC ist, was mein PC jetzt macht, weil ja, wenn ich eine neue Grafikkarte brauche, wenn wenn meine jetzt zerbröselt, was eigentlich unter anderem sein kann, also ich werde den PC nochmal zurücksetzen und ach, das habe ich ja, also ich mache gerade eine Aufnahmesession, deswegen, also vor ein paar Runden gab es ja so große Probleme. Oh, noch ein Kind, Alter. Noch ein Kind ist geboren. Genau, mein PC spinnt momentan ziemlich rum, also ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe nichts verändert und es ist eigentlich auch eigentlich alles in Ordnung, alles in Butter, aber naja, genau, Tomb Raider liegt gerade auf Eis, weil ich das nicht spielen kann. Also ich hätte das auch plündern müssen, aber hab's natürlich verschlafen. Genau, also das Problem, was ich momentan habe, wirklich ist, dass ich keine. Ja, also ich kann das Spiel auf dem Computer spielen, aber die Aufnahme ist halt Schrott. Und ja, deswegen muss ich mal schauen, wie es halt jetzt in Zukunft mit meinem PC ist. Und ich hoffe auf euer Verständnis in dem Sinn. Weil ich, ich schalte ja keine Werbung. Kann ich ja nicht, also ich habe ja jetzt zu wenig Abonnenten. Also die haben das ja jetzt geändert, dass man erst ab 1000 Abonnenten und ich glaube, ich weiß nicht wie viele zigtausend Stunden Wiedergabezeit, die habe ich, aber eben keine Abonnenten. Und das Monetarisieren ist sowieso, das gibt nicht viel Geld her. Es sei denn, man ist halt so in, ja, Millionen-Klick-Höhe. Und,
Da muss ich eben schauen, wie ich das mit dem PC mache. Also, wenn ich dann wieder Gehalt bekomme, beziehungsweise es kommt drauf an, wo ich dann als Meister eben angestellt werden kann und ob ich eine, also in die Selbstständigkeit gehe und so weiter. Also ist alles noch offen und ja. Auf jeden Fall macht super viel Spaß. Ich spiele super gerne und freue mich auch immer auf Feedback, was was in letzter Zeit ganz schön oft kommt. Also ja, was heißt oft? Also immer mal wieder. Das freut mich riesig. Und ja, ich bin, wie gesagt, immer offen für Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Fragen und so weiter. Genau. So, dann würde ich mal sagen, machen wir den... Noch ein... Was ist denn los? Was ist denn los? Jetzt weiß ich auch, wie die Römer so... Ja, wie die Römer so schnell überleben konnten. Oder sich... Entschuldigung, oder sich halt vermehren konnten. Junge, 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 das ist ja heftig. So. Tja. Ich würde sagen, du bist jetzt im Anus. Er hat Nuss gesagt. Warte, hier will ich irgendwas mit öffentlicher Ordnung. Das ist gut. Ja, das ist gut. Minus 8 Nahrung. Ich habe schon wieder fast keine Nahrung. Warum nicht? Ich das nicht verstehe. Ich könnte weiter runter. Na komm. Ich könnte den auch attentatieren. Feind verwundet. Yeah. Ich habe hier lauter Mörder. Neue Partei gegründet. Ach ja, stimmt. Das ist ja jetzt. Ich bin ja nicht mehr. Oh doch, ich bin noch geschützt. Das ist sehr schön. Minus 60. Das finde ich ein bisschen nicht schön von dir. Minus 60. So, du machst das da, du machst das da. Okay, nächste Runde werde ich... Grünen kommen auch hierher. Die bleiben. Okay, und dann schauen wir noch an, was nächste Runde passiert. Und dann ist die Runde auch wieder vorbei. Ja. Warte, was passiert da? Okay, er zieht einfach mitten ins Meer rein, wo nichts passiert. Interessant. Ah, süß, drei Agenten schippern um die Hauptstadt rum. Warum auch nicht? Ich will sehen, was der macht. Danke. Vielen, vielen Dank. Also, da ist schon wieder eine Agentin. Das muss echt schade für die sein, weil die werden... ja, rekrutiert und sterben gleich wieder, ne? Das ist echt tragisch für die. Aber ich hoffe jetzt, dass meine Agentin, meine alte Oma nicht stirbt, ne? Das wäre nicht so geil. Also, wieso gehen die jetzt da hoch? Haben die so Angst vor der 212? Ja, hätte ich auch. So. Standkämpfe. Abwarten mit den Patriziern.
Reden mit einer Rede beschwichtigen, Gewalt anwenden. Eine Bande Krimineller treibt ihren in den Romstraßen ihr Unwesen. Doch es ist nicht so einfach, das Problem Herr zu werden, wie es den Anschein macht. Laut Gerüchte unterstehen die Bande den Schutz der Patrizier. Ich rede mit den Patriziern. Wollte ich kann ja nicht sein, gell? Hier. So, du gehst wieder nach da. Ihr geht jetzt mal nach da. Du gehst jetzt mal nach da. Ah, wen haben wir denn da? Feind verwundet. Gut. Dann übernehme ich mal wieder. Junge, wieso verliere ich so viel? Alter, okay, dann muss ich den Spiel. Wie gesagt, wir schauen erstmal, was die nächste Runde passiert und dann spielen wir weiter und machen die Runde fertig. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, willkommen bei Let's Play, bla bla bla. Gut. Perfekte Abmod. Bis dann. Ciao.